Was hat man für die? Ich habe für die schon seit 2,5 Jahren habe ich die. Ich habe, glaube ich, 5,5. 5,5. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Reaction im alten Stil auf diesem Kanal. Natürlich von Gucci. Seid so gut, lasst mir einen Kommentar für den Algorithmus da. Wir müssen gemeinsam als Maximilian Army die Reichweiten in die Regionen pushen, aus denen wir hergekommen sind. Nach 6-monatiger Abstinenz aufgrund des Vlogging-Kanals. Ich hab's halt mal gefeiert. Wird es wieder Zeit reinzuhasseln und den Kanal aufs nächste Level zu bringen. Liebe Leute, wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich mittlerweile eine Nachtschicht hinter mir, weil ich alle Vorbestellungen meiner neuen Modemarke M&M an alle Ehrenmänner da draußen verpackt und verschickt habe, die sind am Weg zu euch und für all jene, die noch nicht bestellt haben. Das ist dreist. Liebe Leute, nächste Woche der Drop, seid auf alle Fälle schnell, sucht euch was Nettes aus und wie gesagt, schnell sein. Hälfte ist bei den Vorbestellungen innerhalb einer Stunde schon rausgegangen, also wer sich was holen möchte, am Freitag gegen 19 Uhr, 18 Uhr, wird noch bekannt gegeben. Ja? Auf M&M Vienna, auf Instagram da vorbeischauen, also da auf alle Fälle am Start sein. Liebe Leute, ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, wir schauen uns heute ein Video von Leon an, ganz selten. Ganz selten, dass wir so ein Video ansehen. Wir reagieren darauf. Bin gespannt, was er da am Start hat. Here we go. Zack, wie viel ist dein Outfit wert? Bonzenkids. Das ist neu. Das habe ich noch nicht gesehen. Da schauen wir direkt rein. Let's go, Freunde. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert nach langer Zeit. Ich bin gespannt, was für Outfits wir finden. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Okay, ist das okay für dich? Ja, okay, auch hier. Na. Alter, das ist wieder ein Kuddelmuddel. Wir haben da irgendeine Trainingsjacke von Nike, die Gucci-Tasche für den Flex, dann den Off-White-Gürtel, der direkt runtergeht, so als verlängerter quasi. Na, irgendwas, irgendwas. Puh. Wie heißt du? Ich heiße Rami. Jetzt spielt er da auch noch mit seinem herum. Puh. Mein Künstlername ist Rambo. Rambo, Alter. Der Name ist Programm. Armin, dein Künstlername ist Rambo. Warum Künstler? Was machst du? Bruder, ich mach Musik halt, ne? Du machst Musik? Ja, Rap. Ich hoffe, er macht besser Musik, als er sich anzieht. Rap, ja. Okay, und hast du schon was released, sag ich mal? Ja, ich hab mein erstes Single released am 19.03.2020. Ja. Die heißt Hell on Money. Hell on Money. Ah, aber das ist gar nicht so, das wird mir schon vorgeschlagen. 13.000 Aufrufe ist nicht einmal so schlecht, oder? 275 Abonnenten, das heißt, im Safe Werbung reingeballert, damit die auf die 13.000 Views gekommen sind. Ja, okay. Ich wünsche dir viel Erfolg, Brudi. Wenn das erste war, fürs erste auf jeden Fall nicht schlecht, aber styletechnisch, uff, da würde ich mir noch einmal ein bisschen einen Berater oder so nehmen. Also, ist schon bei YouTube on, oder was? Ja. Ja, okay, weißt du was? Link habt ihr in der Beschreibung, check das mal ab, ne? Mal abchecken, was du da so produziert hast, ja, ne? Okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal bei deinem Outfit. Ja. Was haben wir hier für Schuhe? 700. Ah. Wie oft soll ich das noch erklären, dass man keine kurzen schwarzen Socken zu weißen Schuhen und dann... stülpt er das einfach noch rauf wie so ein... Wie wenn da deine Mama dein Quant raussucht und du in irgendeine naturwissenschaftliche Schule mit einer Brille, die so dick ist, als wär's Aschenbecherglaseln, die Hose raussucht und eine extra zu große gekauft hat, damit du die nächsten 4 Jahre auch noch reinpasst und die umstülpt auf Faustbreite. Alle sagen ja immer so no front, ich würde nur sagen zu dem noch no iced out. 90er. Ich glaube, die kosten 100. Wie 80. 180, ja, ich habe die auch. Ich muss allerdings sagen, bei mir sind die extrem unbequem. Yeah. Wie sieht's bei dir aus? Unbequem, Leute. Unbequem, natürlich. Also, das dürfen wir nicht vergessen. Und bei mir sind die bequem, manchmal nicht. Also, ja. Kommt drauf an. Kommt drauf an, ja. Okay. Kommt drauf an, was für Socken man trägt, ne? Natürlich. Ja, okay. Kommt drauf an, Hast du hier Musik angemacht oder was? Aus Versehen, okay. Okay, was haben wir für eine Hose? Tommy Hilfiger Hose, ja. Ich kostet, glaube ich, 100. Das ist Augenkrebs, dieses Outfit. Ganz, ganz schlimm. Vor allem, er schmeichelt auch überhaupt nicht seiner Figur. 120. Ja. Wo kriegt man... Schaut aus wie eine Kartoffel mit Kopf. Ja. Tommy Hilfiger, so Europapassage. Achso, direkt bei Tommy Hilfiger. Okay, nice. Was haben wir für Gürtel? Off-White. Off-White-Gürtel? Zeig mal ein bisschen die Kamera. Off-White-Gürtel.
Katastrophe. Und der ist auch noch so kurz, weil er relativ... Bruder. Mir kommt das Kotzen. Den Finger, das schaut so aus, als hätte er sich den Ring, als müsste ihn bald die Feuerwehr mit der Schere runterschneiden. Ja. Prost. Ah, ganz, ganz schlimm, Leute. Ganz, lang nicht mehr so ein schlimmes Outfit zu gesehen. KDW Berlin. Ganz geil, also da sieht man halt wieder, dass man mit Kohle einfach keinen Style kaufen kann. Okay, was hat man da für einen Off-White-Gürtel? Ich glaube, irgendwie der 150, 160, bin ich mir nicht sicher. What the fuck? Nein, das ist zu günstig. Ja, aber so ungefähr. Wie ist der von der Qualität? Perfekt. Also perfekt, ist ja bequem für mich halt, ja, ne? Weißt du, welchen ich dir empfehlen kann? Katastrophe, Wahnsinn. Weil du trägst auch eine Gucci-Tasche. Ja. Den hier. Ja, der ist auch krass. Weil ich trage den in jedem Video flex Leon mit seinem Gucci-Gürtel. Es ist das einzige Piece, was er hat, und in jedem Video bringt er das zur Sprache, damit er das einmal herzeigen kann. Tag, weißt du? Hast du auch zu Hause? Yeah. Ja. Warum heute nicht an? Ja, heute auch spontan so an. Oh ja, okay, easy going. Okay, was haben wir noch? Easy going, da war's wieder! Er hat sich's abgewöhnt, da war's wieder, Leute. Auf T-Shirt? Moncler. Zeig mal ein bisschen Kamera, wo sieht man das Moncler? Ah ja, hier, Moncler T-Shirt. Die habe ich in Moncler Store gekauft, neuer Wahl. Kostet 160, 170. 160, so, ja. Ja, okay, sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Auch hier mit Rot. Ja. Gut kombiniert auch mit der. Ja, extrem gut kombiniert, Leon. Tasche rot, ja, ne? Okay, gehen wir rüber zur Tasche. Was ist das? Tasche, das ist eine Gucci Tasche, die kostet. Ich habe dafür bezahlt, habe den von 500 bekommen. Auch, also Gucci Store für 590. 590? Ja. Ja, okay, easy going. Easy going, Leute. Pullover. Eine Jacke. Pullover-Jacke, ja, Sweatshirt-Jacke. Zip-Hoodie. Die habe ich für entweder 80 oder 90 gekauft bei Nike Store. Nike Store, ja. Entspannt, Digga. Du hast sehr viel Schmuck an. Ja. Zwei Ketten, ein Ring oder? Drei Ketten. Wir haben, also die sind alle Gold, 18 Karat. Der erste, ich glaube, den habe ich dafür bezahlt, 2,5. 2,5? Ja. Okay. Wie bitte? 2.500 Euro für die Kette? Der kostet Taui, ganz entspannt. Ja, wahrscheinlich hat er da jetzt gekommen, diese Ketten da. Na, die hast sicher um 3.500 Euro gekauft, oder? Hier kommen wir zu Shisha-Mundstück. Shisha-Mundstück? Ja. Yeah. Ah, okay. Die kostet 700. Genau, Bruder, genau. Shisha-Mundstück um 700, safe. Oh, 18 Karat. Ist das hohl von innen? Zeig mal. Nee, ne? Doch. Ach, kannst du richtig benutzen als Shisha-Mundstück? Ja, kann man. Ah, okay. Jetzt zeig mal nochmal in die Kamera, ja. Dann haben wir hier Cartier-Kette. Der kostet auch 2,5. 2,5? Ja. Richtig teuren Schmuck hast du da am Start, ne? Ja, okay, nicht. Nee, Bullshit. Was haben wir für einen Ring? Auch 18 Karat. Auch 18 Karat, Gold, ja. Weiß-Gold mit Gold, ja. Das sind keine Diamanten, das sind halt nur diese Steine, ne? Ja, ja. Die man halt trägt. Die haben 500 gekostet, der 600. Und wo kriegt man diesen Schmuck her, sag ich mal? Beim Juwelier. Beim Juwelier? Ja. In Hamburg, oder? Nein, ich habe den von Libanon gekauft. Achso. Ja, da haben wir es schon wieder. Aber 18 Karat, also 100%. So. Ja, okay. Auch Stempel ist auch da. So. Ja, also ist alles real so, ne? Ist alles kein real. Fake. Nein, so, kein Fake. Okay, was haben wir noch? Eine Uhr oder so? Nee, Uhr heute nicht. Uhr, die Rolex hast du heute zu Hause gelassen. Ja, okay, easy. Okay, dann muss er selber lachen, Alter. Leute, Gesamt-Outfit-Preis vielleicht jetzt... 9.100, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, bitte. So ein Bullshit. Ja, mein, ich muss sagen, teures Outfit, ne, besonders die Ketten. Ja. Wie kommst du dazu, sag ich mal, so ein teures Outfit zu tragen? Ich... Wie alt bist du überhaupt? Ja, schau, der Harry, weiß auch nicht, was er sagen soll. Bitte. Geh, komm. Wie heißt du? Ich heiße Hasuna. Okay. Ich meine, Brudi, das Shirt hätte ich mir safe eine Nummer größer genommen. Er will zwar, glaube ich, so ein bisschen mit dem Bizeps flexen, aber wenn der Bauch mehr rausschaut als alles andere, dann sollte man sich überlegen, eine Nummer größer zu nehmen. Rolli haben wir am Start, eine GMT Master oder Submariner, kann ich jetzt nicht sehen. Hose normal, Sonnenbrille fresh, irgendein Armband, okay. Gucci-Tasche, okay. Ist noch das beste Outfit heute. Achso, noch, was geht heute ab in Hamburg? Bisschen mit meiner Freundin, meinem Kollegen spazieren, einfach locker weg. Bisschen einkaufen auch, ja, oder? Ja. Ja, okay, easy. Okay, ich muss sagen, freshes Outfit, ne? So ein bisschen sommerlich heute. Bisschen. Bei 23 Grad ist er da warm in der Hose? Ja, schon definitiv. Warm. Also
Beim nächsten Mal lieber eine Shorts. Ja, ist wirklich so. Hätte ich auch machen sollen. Naja, auf jeden Fall, lass uns mal bei den Schuhen anfangen. Was haben wir da? Das ist diesen die Yeezy. Okay, ja, er zieht halt die Zebra noch dazu an, hat dann eine Hose mit diesem Gummibund unten, zieht man eigentlich auch nicht mehr unbedingt an, wenn man so wirklich modisch unterwegs ist. Ich weiß nicht, was bitte diese Knoten, Leute, ich bin schockiert, das ist ja alles nicht mehr wahr. Wieso macht er sich da denn jetzt solche Knoten und weiße Socken? Ah, schwarze Socken. Na. Aber ich weiß nicht welche, ehrlich gesagt, ganz genau. Zebra. Ja. Was hast du bezahlt für dich? Ich glaube 550. Wo kriegt man? Renn da einfach mit den Fakies hier rum. Ich könnte schon wieder meinen Stuhl schmeißen. Ich könnte. Das sind Leute in dem Video schon wieder. Ich habe die aus dem Internet auf irgendeiner Seite. Ich weiß es nicht. Ich glaube Farfetch, glaube ich. Farfetch, ja, kann sein. Hat er gerade gesagt, er hat die Schuhe von Farfetch. Um 500 Euro. Was ist denn mit denen heute schon wieder los? Ah. Kosten Retail 220 Euro, ne? Echt? Ja, ja. 500 Euro! Du bist ja... Na! Echt? Echt? Was? Nein! Was? Nein! Fünf... Oh, da wurde ich ja richtig abgezogen von... Wen willst du verarschen? Ich hab dich schon seit ein paar Jahren... Ja, komm, seit ein paar Jahren. Vor 6 Jahren auf Farfetch bestellt, natürlich. Ja, im Resale sind ja meistens teurer. Ja. Aber. Ja. Okay, was haben wir noch? Die kriegst du jetzt für 240 Euro, weil die zum 8. Mal released worden sind. Das ist Hose? Hose ist von Bershka, ne? Ich glaube 40 Euro. Das einzig Nice, was... Na, sogar die Hose ist eine Katastrophe mit dem Gummibund da unten. Die hat auch schon seit 6 Jahren. Die hat in Kombination beim Bazaar gekauft. Bershka, 40 Euro. Gürtel? Gürtel habe ich jetzt keinen. Kein Gürtel? Kein Gucci-Gürtel wie du. Kein Gürtel. Nicht dabei. Was haben wir noch? Pullover? T-Shirt, sorry. T-Shirt ist von True Religion. Kostet, glaube ich, 40 Euro. 40. Das ist das einzige Original. Ich werde die Tasche auch fake. Ja. Wo kriegt man True Religion momentan noch her? Ich habe das bei TK Maxx, war sogar da. TK Maxx, ja. Okay. Deine Tasche? Gucci. Kostet 4,95, hat der da vorne auch. 4,95. Ja, genau. 4,95 €. Und zu zweit haben sie noch einmal einen Preis gekriegt. Sicher. Direkt bei Gucci Gold, ja. Was hast du da so drin? Handy? Geld? Ich habe jetzt hier nur mein Handy, mein Kreditkartenhalter. Ja. Ansonsten Bargeld. Bargeld. Uhr safe auch echt, oder? Safe ist die Uhr auch fake, ich wette. Bisschen, ne? Okay, easy. Was haben wir für eine Uhr? Eine Rolex. Zeig mal ein bisschen in die Kamera. GMT Master 2. Die ich hatte. Oder ist das eine Submariner? Soll das eine Submariner sein? Es soll eine Submariner sein. Eine Rolli? Ja. Was zahlt man für die? Ich habe für die schon seit 2,5 Jahren, habe ich die. Ich habe, glaube ich, 5,5. 5,5? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Was sind das schon wieder für Leute? War das eine GMT Master? Nee, das ist, glaube ich, die Purple Ink. Ja, das ist, glaube ich. Wenn du eine Uhr hast, eine Rolex, und für die Geld ausgibst, dann weißt du, was das für ein Modell ist. Das ist, glaube ich. Ich glaube, ich spinne. Ah, Submariner. Ja, so. Was haben wir noch? Armband. Louis Vuitton. 240, glaube ich. Geh bitte. Ja. 240 habe ich aus London geholt. Ja, okay, easy. Okay, dann haben wir alles, oder? Ja. Hast du Brille noch? Brille ist von Gucci. Ja, safe auch echt. Na sicher, Bruder. Na klar, na sicher. Bah. 240, glaube ich, auch. Ja, okay, easy. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis bleibe ich jetzt hier mal ein. Na komm, bitte. Tschüss. Spannendes Outfit, Digga. Dankeschön. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Einfach sage ich einmal, Kasi, täuscht nicht an. So.
Hat er gesagt, hat er irgendwas mit nicht antäuschen gesagt? Bruder. Ja, liebe Leute, das war's von diesem Video. Wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir einen Kommentar für den Algorithmus. Schreibt mir, was euch am besten gefallen hat. Und, liebe Freunde, so schnell wird aus einem großartigen Nervenkostüm ein Skinfit-Shirt. Von dem her, danke vielmals fürs Zusehen. Das war's für mich, euer Maximilian. Natürlich von Gucci. Würde ich genauso tragen.